Servus Leute, zurück zu Let's Play Final Fantasy VI. Wir sind immer noch auf dem fliegenden Kontinent und wollen zu Kefka und Gestahl durch. Allerdings, das letzte Mal haben wir uns ein bisschen abgekämpft, kann man sagen, auf dieser Insel, weil hier die Gegner, lauter Drachen und sowas, geben gute Erfahrungspunkte und sind stark. Zumindest Lebenspunkte technisch. So, wir haben aber auch einen kleinen Checkpoint hier gefunden und ich gehe davon aus, das ist ein Checkpoint kurz vorm Ziel. Den habe ich bis heute noch nicht besiegt. Wir können ja so nah am Checkpoint mal probieren. Nochmal. Vielleicht schaffen wir es. So eine Kettensäge würde zum Beispiel... Schnaufer ist so nervig. Wie soll ich denn besiegen, wenn er da einen Schnaufer macht? So stark level ich dann auch wieder. Ja, Schnaufer, der nächste ist weg. Vermutlich darf ich keine Fähigkeiten einsetzen. Weil dann konnte der mit Schnaufer. Schneesturm. Der Drache. Ja. Ich fand's gut, dass es bei Final Fantasy VII, da gab's auch so einen starken Boss, der das konnte. Die Midgar Solom. Eine riesige Schlange. Da war das ganz nett als Gimmick, die Leute aus dem Spiel wieder, also aus dem Kampf rauszuschleudern. Ich glaube auch Rubin-Weapon konnte es später. Aber damals war das deutlich weniger als hier. Ich glaube, ich habe jetzt schon 3 oder 4 Gegner getroffen, die jetzt Einheiten rauskicken können. Moment, waren wir hier schon? Lol. Nein. Lol. Was nun? Gibt's hier irgendwo einen Weg jetzt? Moment, ich dachte, wir sind am Ziel. Jetzt kommen wir hier wieder zurück. Oder muss ich zurück? Nein, ich muss noch nicht zurück. Ich muss zu den Bösen. Ich bin verwirrt. Anscheinend habe ich mich irgendwie verlaufen. Oder hier ist irgendwo ein Weg, der mir nicht bekannt ist. Naja, wir nutzen die Zeit zum Leveln. Warum auch nicht? Machen wir weiter wie beim letzten Mal. Ist hier auch so? Oh, doch, da ist ein Weg. Ein Wächtermonster, okay. Gibt's auf der anderen Seite? Geht der Weg auf der anderen Seite? Ah, geh weg. Keiner mag dich, Schlange. Der Präventivangriff war gut. Nein, will ich nicht. Ich will schauen, ob auf der rechten Seite auch was ist. Nein. Ich kann mich tatsächlich an diese Stelle erinnern. Beim ersten Mal, wo ich hier war, vor ein paar Jahren, da bin ich runter, weil ich gedacht habe, wir müssen das machen. Aber nein, müssen wir nicht. Wir müssen hier entlang. Und sind bereit, oder? Wir sind bereit. Das ist nicht der Gegner, der vor mir stand. Glaube ich. Aber die Erfahrungspunkte nehme ich. Free XP. Also, die sind jetzt nicht so herausfordernd, dass ich sie nicht mitnehmen würde. Nehmt euch. Gebt mir euer Leben. Eure Erfahrung. Tatsächlich, ich würde Zayns Attacke ein bisschen beschleunigen gerne. Die finde ich nämlich ein bisschen lame. Das dauert immer so lange. Aber sie so... Tja, was soll denn das? Hau da mehrmals auf die drauf. Ja, da kommt keiner vorher dran, genau. Schade um Shadow und seine Erfahrungspunkte. Shadow, du bist so useless. Moment, hast du schon Heilung? Shadow? Magie? Du kannst noch keinen Vita. Ich glaube, ich will sogar noch einen Kampf haben. Dadurch will ich noch einen Kampf haben, weil... Es ist mir wichtig, dass er Vita kann.
dann kann er wenigstens heilen. Also ein Kampf bitte noch. Ein Kampf, wo er überlebt. Bitte noch. Moment, war da was? Hat er da drüben was gesehen? Sollte noch... Moment, hat er ihn geheilt und sich... What? Geschadet. Muss man nicht verstehen. Ist okay. Oh, überlegt euch, ich hätte die Kettensäge übersehen. Das eine Rätsel in dieser in diesem Schurkendörfchen statt, was auch immer. Ach, das wäre. Die Kettensäge ist MVP. Die haut so einen Damage raus. Das war knapp wieder mal. Vita, sehr gut. Sehr gut. Dafür haben wir es gemacht. Damit er Vita lernt. Sehr schön. Ja gut, dann auf ins Vergnügen. Guten Tag. Ich bin Ultima. Vor Urzeiten geschaffen. Ist meine Macht unerreicht. Kein Blut, nein. Nein? Halt, Kettensäge. Meteorit. Angriff. Lohe. Tja, Shadow, du bist der Heiler. Wenn die anderen draufhauen. Hat sich also gelohnt, dass du das bekommen hast. Die Musik ist mal was anderes auf jeden Fall. Er heilt sich mal mit. Sabine hat ein bisschen zu viel Schaden bisher genommen. Der kriegt aber auch einen Damage reingedrückt. Nochmal Chakra. 1, 2, 3, 4. Um, check. Oh, damit heilt er sich nicht. Das ist ja blöd. Falsch, ja. Kettensäge. Wow. Weiß ich gar nicht, wen ich am besten heilen soll. Edgar ist der beste Heiler, leider. Volle Kraft. Ja, dann gönne ich mal Vitra. Ja, ich glaube, ich muss mal richtig heilen. Doppelgänge, keine Ahnung. Machen wir mal Schattenpapyrus. Geistesmarter.
Nein! Bitte was? Er ist tot! Was passiert jetzt? Der eine hat Stopp, der eine hat Rage, der andere... Lädt er sich auf? Was zum... Okay, der ist jetzt im Rage-Modus und greift nur noch an. Okay, ich hab kaum noch Leben. Gravigar. Ja, warte mal. Das ist ein bisschen... Soll ich hier verlieren? Ich glaube nicht, dass ich hier verlieren soll, oder? Erstmal brauche ich Goldnadel, weil ich glaube, der ist versteinert. Und er ist Zombie. Das ist schlecht. Das ist alles ganz schlecht. Ich komme nicht hinterher. Moment. Ah, weil er tot ist. Ah, ihm mache ich Schaden. Gravigar. Ich komme nicht hinterher. Phönixfeder auf. Hm? Ah, okay, jetzt sind alle tot. Oder auch nicht. Verdammt, ich komme nicht hinterher. Das ist zu schnell. Wir haben Hast und ich bin zu langsam. Hallo, Herr Gut. Dass ich das bisher noch aushalte, ist schon beeindruckend. In dem Kampf muss ich vielleicht... Ach komm, nicht schon wieder Gravigar. Ich komme nicht hinterher. Den Damage, den ich heil... Ey. Ja, es ist zu Ende. Die Gruppe wurde besiegt. Eiskalt. Tja. Beeindruckend. Ich bin underleveled. Das bedeutet, ich werde jetzt hier ein bisschen trainieren. Und dann sehen wir uns gleich bei dem Kampf wieder. Nun bin ich ein bisschen stärker mit Level 30 bzw. 28, 27. Da sollte doch der Boss Ultima schon eher machbar sein. Ja, du bist Ultima. Geil, geil, geil. Ich habe jetzt auf jeden Fall mehr Leben. Dementsprechend legen wir los. Diesmal hauen wir richtiger rein. Und jetzt haben wir auch Vitra und auf Shadow. Also diesmal haben wir ein paar mehr Möglichkeiten. Aber der Standardkampf ist der Standardkampf. Weiterhin. So. Immer Vitra. Vitra, Vitra, Vitra. Theoretisch mit den mehr Extra-Leveln mache ich auch mehr Damage. Also das könnte dann dementsprechend schneller gehen. Vielleicht kommt er da gar nicht zu seinen super Attacken. Lohe. Die Musik ist komisch. Warum stellt sich mir überhaupt Ultima Weapon in den Weg? Was soll das, Ultima? Du bist zwar der ultimative Player, aber... macht doch keinen Sinn. Ich hab dir gar nichts getan, mein Friend. Bisher macht er nichts Brutales. Bisher flippt er nicht so aus wie beim letzten Mal. Lol. Na gut, bisher kommen wir auch nicht zum Struggeln. Dank Vitra. Das heilt ganz brauchbar. Und währenddessen können halt die anderen Damage machen. Bio. Okay, das ist das erste Mal, was er etwas anderes castet. Bio ist lästig, das muss ich zugeben.
Also diesmal, einer hält sie alle fresh und der Rest greift an. Volle Kraft. Abgeblockt. Sehr gut. Ja, weiter beim Plan bleiben. Safe is safe. Moment, ich könnte mal auch erkennen. Vielleicht ist es besser. Vielleicht ist er untot. Oh. Er ist besiegt. Lol. Also, das war im Vergleich gar nichts. Aber tatsächlich, der Unterschied war einfach, dass ich Vitra nutzen konnte. Was für ein Riesenunterschied das macht. Ich konnte Vitra nutzen. Ich habe meine Dienste an das Imperium verkauft. Ich bin es nicht wert, an eurer Seite zu kämpfen. Ich habe meine Dienste ans Imperium. Lol. Are you kidding me? Shadow haut einfach ab. So. Seht her, ihr habt euch wacker geschlagen. Celeste, was machst du denn hier? Ich bin euch gefolgt, um endgültig mit dem Imperator abzurechnen. Du kommst gerade recht, Celeste. Gemeinsam sollt ihr sterben. Seht eure Henker, seht das Kriegstriumvirat. Mein Blutwald, ja, das ist die Kraft des Triumvirats. Imperator Gestahl, stopp diesen Wahnsinn! Komm an meine Seite, Celeste, du bist nicht wie sie. Dir soll die Ehre zuteil werden, zusammen mit Kefka eine neue Linie für mein glorreiches Magitek-Imperium zu begründen. Ich bring sie um und dein Verrat sei dir verziehen. Nimm dieses Schwert, strecke sie nieder. Celeste, lass uns die Welt gemeinsam untertan machen. Macht ruft nichts als Krieg hervor. Sie existierte besser nicht. Mein neuer Anzug. Vermaledeit und zugenäht. Verflixt nur mich also diese blöde Kuhsoldaten frecken. Oh, ehrwürdige Götter des Krieges. Jetzt ist die Zeit, eure Macht unter Beweis zu stellen. Gib mir verdammt nochmal Kraft! Seid ihr taub? Haltet mich nicht zum Narren, zeigt mir eure wahre Stärke! Kefka, hör auf mit dem Unsinn! Erweckst du das Triumvirat, vergeht die Welt! Du würdest alles zerstören! Kefka, du bist wahnsinnig. Wahnsinnig? Mein Imperator, was muss ich davon nehmen? Dies ist der Zeitpunkt, die Macht des Kriegstriumvirats zu demonstrieren.
Befürchtet hatte ich es. Kefka, dein Nutzen ist erloschen, dein Weg endet hier. Sei mir nicht böse. Als letzten Gefallen will ich dich mit Magie in ewigen Schlaf schicken, so wie du damals zum Leben erwachtest. Was ist daran komisch? Nun, es soll mir gleich sein. Was stünde dir besser als lachend an, zu entschlafen? Feuiger! Flair! Oh, Kefka ist immun, oder wie? Das kann nicht wahr sein. Ich vermag keinen Zauber zu wirken. Schmelze! Kefka, wie hast du das? Wie konntest du? Zu gerne teile ich mein Genie. Es liegt daran, dass ich in der Mitte des Triumvirats stehe. Alle Magie wird von den Kriegsgöttern absorbiert. Ist dir dies etwa entgangen? Oh, Kriegstriumvirat, höre mich! Das erste Opfer ist erwählt. Demonstriere deine Kraft am Imperator, denn er ist nun ohne Nutzen. Halte ein, Kefka. Lass diese Kinderspielchen. Und wie ich es tun werde. Wahnsinn! Nein, nicht doch, ihr Anfänger. Wohin zieht ihr denn? Soll das ein Witz sein? Weiter rechts, rechts! Flieh, alter Mann, sonst endest du als Brathähnchen. Ha, Volltreffer. Hey, Opa, das ohne Nutzen von gerade nehme ich zurück. Denn nicht einmal diese Worte bist du jetzt noch wert. Furcht und Angst werden die Welt verschlingen. Tu es nicht, Kefka! Nein! Kefka, geraten die Kräfte der drei Götter aus dem Gleichgewicht, sind sie nicht mehr zu kontrollieren. Wer ist da? Geht, beschützt die Welt. Kümmert euch nicht um mich. Bringt euch in Sicherheit. Schnell! Es hat bereits begonnen. Schafft das schon. Keine Sorge. Jen kommt mir nicht. Okay. Shadow, komm schon, wir müssen weg hier. 5 Minuten. 6 Minuten. 6 Minuten Zeit. Und du kannst den anderen gönnen. Gönn dir Aisra. Aisra hört sich gut an, oder? Gönn dir... Hier, Catplatte.
Celeste haben wir dabei. Celeste kriegt erstmal optimale Waffen und dann haben wir sowas wie Ohrringe. Nein? Schade. Dann ein Hyperreif. Haben wir etwas wie Hermesstiefel? Nein? Dann... Tja, kriegt sie das Equipment, was eigentlich Shadow hat. Und du brauchst noch ein Esper. Als Esper kriegst du Phantom. Alle sind geheilt. Celeste ist deutlich unterlevelt. Eieieiei. Welches Level hat sie denn? 21. Das ist schon ein Unterschied. Halbes Leben von den anderen. Es geht mit jedem Level immer mehr ab. Aber wir müssen entkommen. So, jetzt aber schnell. Da geht's nicht durch. Der Konto bricht zusammen. Was ist das? Ein Joker. Kann der überhaupt was? Der kann mich aufhalten. Das kann er. Und er gibt nicht mal Erfahrungspunkte. Also weiter. Ah, schneller. Das hinter uns bricht zusammen. Oh, das sieht cool aus auf der Minimap. Blitztag. Das klappt nicht scheinbar. Heiß rauf, Celeste. Süß. Nicht so stark. Oh, Aura geht. Das geht. Gut, dass im Menü die Zeit nicht weiterläuft. So, weiter geht's. Wohin? Da lang. Da ist ein Globe. Da dürfen wir nicht entlang. Okay. Zu dem Globe komme ich nicht. Schade. Heißt, ich krieg irgendein Item nicht. Was ist das? Ah. Irgendwas. Todesurteil. Ah, okay. Ah, okay, die Zeit darf nicht ablaufen. Das ist aber fies, dass die Zeit abläuft. Das war guter Damage. Macht was! Oh, gut. Todesurteil überlebt. Und jetzt? So, und das ist die entscheidende Stelle, wo ich das letzte Mal einen riesen Fehler gemacht habe. Denn ich bin an Deckspringen. Ich habe an Deckspringen gemacht. Die richtige Entscheidung ist, hier bleiben. Hier bleiben und, wie ihr oben seht, bis zum Ende warten. Ihr habt auch gesehen, es stand gerade hier bleiben zur Auswahl. Wenn ich jetzt dahin gehe, dann steht da auf Shadow warten. Heißt, ich kann ihn mitnehmen und wenn ich vor Ablauf der Zeit runtergegangen wäre, wäre Shadow hier drauf geblieben. Und das hätte das Spiel bis zum Ende so verändert, dass Shadow einfach nicht mehr existiert hätte. Warum? Sehen wir gleich. Die Zeit läuft. Die Zeit läuft. Ich bin selbst gespannt. Ich kenn's nicht, was passieren wird. Zeit läuft. Zeit läuft. Und jetzt? Shadow! Als würde ich sterben, ohne eine Belohnung zu kassieren. Ah, okay. Das Kriegstriumvirat wirklich nicht mehr aufzuhalten ist. Shadow wäre tot gewesen, wenn wir einfach ohne ihn geflüchtet wären. Und er wäre nicht mehr im Spiel aufgetaucht.
Das ist einer der bösen Momente in diesem Spiel, wo man einen Charakter verlieren kann. Ohne dass man es wusste. Das Kriegstriumvirat, das wütet jetzt und formt die Welt neu. Die Apokalypse hat begonnen. Da war ein Kappa, ein Kobold. Haltet euch fest. Oh. Okay. So will das. An jenem Tag spaltete sich die Erde und nichts sollte mehr sein, wie es war. Das ist cool in diesen Final Fantasy Spielen. In vielen Spielen ist es so, dass ungefähr mittendrin irgendwas Schlimmes passiert oder man die komplette Welt wechselt, so in etwa. So die Welt, die man gerade... Wir hatten die Welt eigentlich komplett erkundet. Aber jetzt ist etwas Schreckliches passiert und die Welt hat sich grundlegend verändert. Absolut. Und in dieser postapokalyptischen Welt sind wir in einer Hütte, scheinbar. Celeste ist in einer Hütte. Und Cid. Oh, Celeste. Endlich bist du erwacht. Wie lange habe ich geschlafen? Ein gutes Jahr. Ich hatte die Hoffnung längst aufgegeben. Ein Jahr? Und ihr habt euch die ganze Zeit um mich gekümmert? Und ich habe die ganze Zeit meine Klamotten angehabt? Das habe ich. Doch alt und müde bin ich geworden. Wir befinden uns auf einer kleinen Insel, einsamen Insel. Nachdem die Welt zerbrochen war, erwachte ich hier. Die Welt zerbrochen? Es war also kein Traum? Wie ist es den anderen ergangen? Lock! Ich kann es dir nicht sagen. Schon lange sah ich keine Menschenseele mehr. Vielleicht hat die Welt alles verschluckt, außer dieser Insel. Seit jenem Tag sieht alles Leben vor sich hin. Die Pflanzen und Tiere fielen Seuchen zum Opfer. Und auch die Überlebenden auf dieser Insel verloren ihren Lebensmut. Einer nach dem anderen stürzte sie sich von der Klippe am Nordkap. Sie sind also vielleicht alle schon tot? Meine liebe Celeste, verzweifle nicht. Du bist der einzige Mensch, der mir noch geblieben ist. Du bist meine Familie. Lass uns hier in Frieden leben. Ja, das werden wir, Cid. Oder soll ich sagen, Großvater? Großvater? Du bringst einen alten Mann aber in Verlegenheit. Dann habe ich also jetzt einen Enkelin, wie schön. Ich glaube, ich habe mir einen anderen Akzent gegeben, aber jetzt gehen wir ins Schweizerische. Verschluck dich nicht vor Aufregung, Großvater. Großvater, sicher hast du Hunger.
Und wie? Seit 3 Tagen hüte ich das Bett und habe nichts mehr gegessen. Auf was hast du denn Appetit? Schokopudding mit Sahne. Aber viel mehr als Fisch hat das Meer leider nicht zu bieten. In Ordnung, ich gehe welchen fangen. Verwitternde Welt. Okay, wir sind hier. In der Apokalypse. Vielleicht sind wir die einzigen lebenden Menschen auf diesem Planeten noch. Man weiß es nicht. Es ist still. Es spielt nicht mehr Hintergrundmusik. Nur noch das Meeresrauschen zu hören. Sonst nichts. Was ist mit dieser Welt geschehen? Und wie geht es jetzt weiter? Das werden wir beim nächsten Mal herausfinden. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.